Die Besucher, die hierher kommen, mögen ein bisschen den Stress und die weltpolitische Lage vergessen und hier so ein bisschen träumen können und ein bisschen abschalten, zusammen singen, zusammen sprechen, sich austauschen und den Zusammenhalt unterstreichen. Also ich glaube, besonders deswegen, weil gerade die Zeit nicht so leicht ist, ist es wichtig, dass man den Leuten vielleicht irgendwie einen Funken Hoffnung vermitteln kann. Und deshalb freue ich mich auch, dass ich als Christkind ein bisschen Freude verbreiten kann, auch wenn es keine große Auswirkung hat. Drum geht herum und schaut euch um. Es gibt gar vieles zu entdecken und hier und da etwas zu schlecken.